Wir alle wissen, dass das Coronavirus uns herausfordert. Wir alle wissen, dass das Virus nicht gewinnen darf und dass wir deshalb besondere Maßnahmen akzeptieren werden. Aber es ist wichtig, genau zu überlegen, welche Maßnahmen das sind und ob sie auch im richtigen Verhältnis stehen. Eindeutig, es war nicht alles schlecht im letzten Jahr, was in Deutschland passiert ist. Wenn ich mir überlege, dass ich letztes Jahr noch nicht wusste, wer Özlem Türeci ist oder wer Uğur Şahin ist, dass das die Gründer eines Medizin-Startups aus Mainz sind. Und das macht einen schon stolz, wenn man sieht, dass diese Menschen vorausschauend, mutig und auch mit dem entsprechenden Können ausgestattet einen Impfstoff entwickelt hat, der in Deutschland Tausende von Menschenleben retten wird. Zehntausende oder Hunderttausende von Menschenleben auf der ganzen Welt retten wird. Das ist etwas, was absolut positiv ist. Wer sich nicht optimal aufgestellt hat, war wieder der Staat. Die Schulen sind geschlossen und die Bildungsgarantie kann nicht umgesetzt werden. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir können so nicht weitermachen. Ich möchte gern Perspektiven für dieses Land. Und diese Perspektiven fallen nicht vom Himmel, die muss man erarbeiten. Und einer der Vorschläge muss natürlich sein, dass wir die Bildungsgarantie sicherstellen. Dass wir den Menschen sagen, wann wir die Schulen zu welcher Inzidenz wieder öffnen. Und wir müssen das Impfen vorantreiben. Mich interessiert heute nicht mehr, wer ist schuld und warum ist was nicht gemacht worden. Mich interessiert heute nur noch, was können wir tun, damit im Sommer ausreichend Menschen geimpft sind. Und aus meiner festen Überzeugung haben wir zwei grundsätzliche Pole, die zur Diskussion stehen. Es ist die Frage, sollen die Freiheit, sollen die Unternehmen, sollen die Bürger mit Innovation, mit Mut, mit Weitsicht, so wie wir es in BioNTech gesehen haben, sollen die Triebfeder unseres Landes sein? Oder wollen wir an den Staat glauben? Glauben wir, dass der Staat alles regulieren kann? Wollen wir mehr Regeln? Wollen wir mehr Einschränkungen für die Bürger? Weiß es der Staat besser? Diese zwei Pole stehen zur Wahl. Und es gibt keine Partei, außer die Freien Demokraten, die so klar verortet sind bei der Frage Freiheit, Vertrauen zum Bürger, zu dem ganzen Thema, wer trägt die Verantwortung in Zukunft in unserem Land? Der Staat für die Bürger oder die Bürger und haben den Staat nur als jemand, der sie dabei unterstützen darf? Die Frage ist für mich klar entschieden. Wir brauchen eine starke Vertretung für die Eigenverantwortung in unserem Land.